herzlich willkommen zur 99. Folge unseres Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, 83 Schritte noch. Und dann sollten wir da irgendwo sein und irgendwas entdecken. Hoffe ich. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Ich gehe trotzdem in Deckung. Wer weiß, was hier alles auf uns zukommt. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Okay. Also fliegen lernen muss er noch. Nicht runtergucken. Nicht gucken. So, was haben wir hier Schönes? Okay, weiter. Ich gucke erstmal hier, ob ich hier noch was finde. Wer weiß. Nee, scheint nichts weiter zu sein. Okay, dann rein da. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Du hast später noch genug Zeit, hier alles durchzuwühlen. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu.
Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Na toll. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Pass auf, wo du hintrittst. Ich gehe erst mal hier gucken. Gefunden. Wieso springt sie jetzt einfach nur runter? Die Frage ist, muss ich hoch oder muss ich runter? Unten muss ich. Auch auf das Risiko hin. So, hier nie wieder hochkommen. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Aloy, mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Okay, wir müssen also da rüber und dann da hochklettern. Sie hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Okay.
gucken, ob hier irgendwas ist. Oh, das wäre geschafft. Denkst du? Das wäre zu einfach. Irgendwas erwartet uns irgendwo. Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo wir es am wenigsten gebrauchen können. Okay, wir müssen also nach oben. Einmal zur Kante fallen lassen, dann gehen wir da rüber. Dann gehen wir da hoch. Dann da hoch. So. Hier müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Gefunden. Ich habe da eben was gehört, was mir gar nicht gefallen hat. Elisabeths Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Habe ich die jetzt? Elisabeth, was ist das?
ja fast aus wie ein Grab. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir es. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Okay. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Das ist ein Denkmal von ihr. Okay. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren... mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zu lassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt dich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen, sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden.
Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Da oben muss ich hin, okay. Aber bevor ich das aufmache, will ich hier noch gucken. Weil hier gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere zu finden. Also doch aufmachen. Das ist ein Aufzugsschacht. Ich dachte, hier wäre noch was. Na, okay. Dann gehen wir hier hoch. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Ja, nun komm, spring doch daran. Okay, da will er nicht. Vorratskiste. Okay. Die kriege ich wohl nicht.
Okay. Die haben auch ein bisschen länger gewartet. Was? Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf. Was ich sagen will, ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich... Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Abfall Michelle. Ups. Er hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Aber wir suchen immer noch die Master-Überbrückung. Die Master-Überbrückung? Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Okay. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Hm.
Uah. So, und jetzt? War wahrscheinlich jetzt besser, weil dadurch können wir vielleicht da oben wieder anfangen. Genau. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Och Mann. Oh, ich hasse diese Jump-and-Run-Einlagen. Das ist doch der Schwachsinn überhaupt. Das auch neu einsammeln oder was? Boah. Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. So, wo komme ich jetzt hier hoch? So, und jetzt? In die Werkstatt zu. Kann ich jetzt einfach... Okay, das ist natürlich jetzt einfacher. Einfach da rüberreisen.
Aber wie es dann weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!